Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Der Podcast mit den besonderen Tipps für dein Wochenende in Stuttgart, in der Umgebung und auf der Schwäbischen Alb. Hier findest du das Passende zum Abschalten, Kraft tanken, Spaß haben, für Bewegung und Entspannung und Tipps und Tricks, was du alles dafür brauchst. Wir sind Susi und Frank Reise, deine Hosts für diese Podcast-Episode und wünschen dir viel Spaß beim Reinhören und später beim Aufstöbern des Besonderen. In der Podcast-Episode 162 vom Heimatverliebt-Podcast wird es endlich mal wieder kulinarisch. Über 11 Monate ist es her, dass wir das letzte Mal mit Jens Heitzmann alias der Kochschwabe zusammen ein Interview geführt haben über ein schwäbisches Rezept. Und heute ist es endlich wieder soweit. Es geht um die Heidenheimer Knöpfle. Doch bevor wir damit starten, lass uns mal noch kurz zurückblicken, was in den letzten Monaten passiert ist, bei dir, bei uns. Aber erstmal schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zurück. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Du hast ja in den letzten Monaten die 365-Tage-Challenge laufen gehabt und deswegen nicht so viel Zeit für uns gehabt. Was war das und was ist alles passiert bei dir in den letzten Monaten? Ja, also ganz kurz und knapp erzählt ist im Endeffekt das letzte Jahr bei mir der Tagesablauf folgendermaßen gewesen. Ich habe einfach versucht, jeden Tag was Neues zu kochen, was Frisches, nie irgendwas anderes. Über die Woche verteilt immer verschiedene Sache, sodass man im Endeffekt von einer Art Wochenplan sprechen kann, der sich jede Woche wiederholt hat. Und da bin ich natürlich im Vorfeld auch schon ganz viel recherchiert. Das heißt, bevor die Challenge angefangen hat, wusste ich schon ganz genau, was ich in diesem Jahr wann koche oder backen muss. Und ja, es hat richtig viel Spaß gemacht, war aber natürlich auch sehr anstrengend. Da spricht man von, ich sag mal, 4 Stunden pro Tag inklusive Recherche, Rezept schreiben, Fotos machen, hochladen, und kleinen Satz dazu schreibe, um was es handelt. Was man halt so macht, wenn man es auch in Social Media teilen möchte, solche Dinge. Und dieses Jahr ist jetzt rum. Ja, das lief wirklich 365 Tage, wobei ich am Schluss sogar nur eine Woche hingehängt habe. Im Endeffekt lief es dann 370 Tage oder so. Und insgesamt entstanden in diesem einen Jahr so, ich sag mal, 400 Rezepte insgesamt. So ganz genau weiß ich es nicht, müsste ich nochmal nachzählen, aber so 400 Rezepte. Und die gibt es jetzt bei mir auf dem Blog www.kochschwabe.de. Und ich nutze es jetzt natürlich in erster Linie, die ganze Sache, ja, die uns am meisten geschmeckt haben, wieder nachzukochen. Ja, dann muss ich natürlich auch Kinder einbinden. Da gab es natürlich auch das eine oder andere, was ich jetzt nicht so mochte. Das ist ganz klar. Deshalb werden wir in Zukunft hauptsächlich die Dinge nochmal zubereitet, die uns am besten gefallen haben. Und die wiederum, die werden dann auch in diverse Kochbücher sich wiederfinden, also in Printausgabe, sodass man es nicht nur online hat, sondern vor allem für die Leute, die auch gerne mal ein Kochbuch durchblättern oder im Schrank stehen haben, einfach die Möglichkeit zu bieten, die Creme de la Creme der Rezepte sozusagen in die Hände halten zu können. Und natürlich wird es auch Sketchrezepte geben. Manche Zuhörer wissen es vielleicht auch noch gar nicht, was das genau ist. Sketchrezepte sind bildhafte Rezepte, die vor allem für Kinder oder eben Menschen mit Leseschwäche geeignet sind. Da sind die Zutaten und die Zubereitungsschritte quasi bildlich mit so comicartigen Bildern dargestellt. Da wird es in Zukunft auch viel mehr geben. Die Zeit ist ja jetzt wieder gegeben. Und natürlich den ein oder anderen Podcast mit euch. Super. Klasse, freuen wir uns. Ja. Ich habe gerade mal geschaut, was das Letzte war, was wir besprochen haben. Das waren die Linsen und man halte sich fest, es wurde knapp 4000 Mal angehört, unser Interview über die Linsen. Das ist beachtlich. Ja. Gut. Und gerade in der aktuellen Zeit, wo ja viele das Kochen wieder für sich entdeckt haben oder überhaupt entdeckt haben, haben wir gedacht, jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal wieder was zusammen machen. Und ich kam ja auf dem Alb-Schäfer-Weg auf die Idee, beziehungsweise als ich das Buch dann darüber geschrieben habe, über den Alb-Schäfer-Weg, die Heidenheimer Knöpfle. Und du hast gesagt, aha, kenne ich nicht, probiere ich aus. Jetzt erzähl mal, wie sehen Heidenheimer Knöpfle aus? Heidenheimer Knöpfle, ich sage es jetzt einfach mal, es ist eine salzige Dampfnudel oder ein salziger Germknödel. Und man isst es halt als salzige Beilage zu, zum Beispiel Roulade mit Rotkohl, Gulasch. Die passen überall dazu, wo man auch viel Soße hat, weil die sind auch sehr durstig. Ja, also da muss man aufpassen, wenn man die in Soße legt, die ist ratzfatz weg. Da braucht man viel Soße, wobei wir Schwaben dann eher weniger Probleme damit haben. Und ich wollte zum Beispiel schon immer mal diese böhmische Knödel machen. Das ist im Endeffekt das Gleiche, nur in länglicher Form. Und die Heidenheimer Knöpfle, die sind ja eher rund.
Und beide Varianten werden dann in Scheibe geschnitten, dass man sich das mal bildlich vorstellt. Ich erkläre es nachher im Rezept nochmal genau, wie der Ablauf dann ist. Also so ein bisschen wie eine Weißbrotscheibe dann im Endeffekt, wenn es auf dem Teller liegt. Ja, genau, wie so gedämpftes Brot eigentlich, was dann in Scheibe geschnitten ist. Gut, also auf der Ostalb isst man natürlich Lamm dazu. Ja, das klingt schon wieder noch so, das muss ich mal probieren, Ding. Steht, glaube ich, schon auf der To-Do-Liste. Sehr gut. Gut, dann erzähl mal, was braucht man, um Heidenheimer Knödel selber zu machen? Ja, also wie gesagt, im Endeffekt handelt es sich um einen Hefeteig, wo Eier drin sind. Fast wie ein Fastnetzküchleteig, würde ich jetzt sogar sagen. Aber ich steige einfach mal ins Rezept ein. Also man macht einen Hefeteig und macht den Hefeteig aus einem Vorteig, den man vorher ein bisschen anspringen lässt. So 30 Minuten ungefähr. Und dazu erwärmt man erstmal 200 Milliliter Milch, lauwarm. Gibt 500 Gramm Mehl in eine Rührschüssel, während die Milch erwärmt. Und dann bröselt man einfach einen ganzen Würfel Hefe zusammen mit 5 Esslöffel von dieser lauwarmen Milch, 3 Teelöffel Mehl und 1 Teelöffel Zucker in eine kleine Mulde, die sich in dem Mehlbett, also in der Rührschüssel, befindet. Ja, so wie es Oma früher angehefelt hat im Endeffekt. Ich glaube, im anderen Rezept haben wir es da schon mal davon gehabt. Ich glaube, das war sogar die Fastnetzküchle. Und das verrührt man dann halt, diesen Vorteig verrührt man dann und lässt ihn dann 30 Minuten gehen. Dann geht er schon mal richtig schön auf. Und dann gibt man irgendwann die restliche Milch dazu, die lauwarme Milch. Und da dazu 2 Eier, 10 Gramm Salz, 50 Gramm Butter und verknetet das Ganze dann zu einem richtig geschmeidigen Teig. Und Hefeteig eben. Und den wiederum lässt man dann 20 Minuten gehen. Man kann es natürlich auch anders machen, aber das ist so das schnellste oder das klassische Rezept, wo man auch am wenigsten Schüsseln dreckig macht, sage ich mal. Man könnte jetzt zum Beispiel auch den Vorteig in eine andere separate Schüssel gehen lassen und nachher dazu zum Mehl und die Milch dazu und so weiter. Das ist im Endeffekt jedem selber überlassen. Am Schluss gibt es einen Hefeteig, der 20 Minuten geht und der wird dann in 8 Stücke geteilt. Ja, hört man schon ein bisschen raus. Wir kriegen dann ungefähr 8 Portionen raus. Oder 4, je nachdem, wie viel man isst. Kommt drauf an. Aber 8 solche Knödel machen wir aus dem ganzen Rezept. Und diese Stücke, die wir abgeteilt haben, die schleifen wir dann rund. Das heißt, wir machen ja kleine Kugeln und machen die so ineinander, dass die Außenhaut spannt. Ja, dass das nachher schön glatt ist außen. Und währenddessen kann man schon mal einen großer Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen und dann gibt man anschließend die Knöpfle einfach in dieses siedende Salzwasser. Zugedeckt, Deckel drauf, ganz wichtig. Und nicht zu viele, weil die gehen nur richtig, richtig auf beim Kochen. Ist mir zum Beispiel passiert. Ich hatte zu viel drin, die sind aneinander geklebt, haben am Schluss nämlich schön ausgesehen. Von daher, ich würde sogar vorschlagen, vielleicht hintereinander jeweils 4 Stück machen oder in 2 Töpfe jeweils 4 Stück. Ja, oder einfach ein ganz großer Topf, wo alle 8 Stück reinpassen. Aber man muss darauf achten, dass die richtig schön Platz um sich herum haben. Und natürlich auch zwischen Deckel und Wasseroberfläche dementsprechend viel Platz lassen, weil sonst klebt sie noch am Deckel an. Ist auch mir passiert. Ja. Gut, dass du das alles ausprobiert hast. Das war ja die Ja. Generalprobe dann. Das war die Generalprobe und ich teile mit euch jetzt alle Fehler, die ich gemacht habe. Weil Sehr der gut. nächste Fehler kommt nämlich gleich. Der nächste Fehler kommt jetzt. Man darf das Wasser, in dem die kocht, nicht zu stark kochen lassen. Sonst weichen die an der Unterseite, also die schwimmen ja im Wasser, die sind nicht komplett im Wasser, die sind zu einem gewissen Teil im Wasser und schwimmen dann ober, also ja, gucken raus und werden dann von diesem Dampf, der in dem Topf mit dem Deckel entsteht, einfach von alle Seiten gegart. So, wenn das Wasser zu stark kocht, dann weichen die auf der Unterseite brutal auf. Die sind dann richtig, richtig weich. Ich habe es natürlich nur einmal probiert bisher. Meine Vermutung war, dass es zu stark gekocht hat. Und ich stelle jetzt einfach mal in den Raum, dass wenn das Wasser wirklich nur so kurz vorm Siedepunkt ist und nicht richtig sprudelt, dass das dann das Optimum ist für die Heidenheimer Knöpfle. Und zurück zum Rezept. Das Ganze lässt man dann 30 Minuten kochen. Oder gare. Sorry, koche nicht. Nur gare. Und was man auch nicht machen darf, ist der Deckelhebe, sonst fallen die sofort in sich zusammen. Ja, wie so Soufflé. Zack, weg sind sie. Die kommen dann auch nicht mehr wieder. Also die sind dann schon da, die lösen sich nicht in Luft auf, aber die fallen zusammen wie so ein Luftballon, aus dem man die Luft rauslässt. Und wenn man ganz viel Glück hat und
das ein paar Mal gemacht hat, gut, man könnte es vielleicht auch beim ersten Mal schon richtig perfekt hinbekommen, dann hat man am Schluss Heidelheimer Knöpfle, die man dann mit dem Schaumlöffel aus dem Topf hebt und auf die Seite legt und dann schneidet. Und wie man die schneidet, ist auch ein genialer Trick, den ich natürlich selber nicht erfunden habe, ja, aber schneidet man die, wenn sie kalt sind oder wenn sie noch warm sind? Das weiß ich nicht, weil ich habe sie geschnitten, wo sie noch warm waren. Hat aber funktioniert. Tja, je nachdem, wie du sie essen wirst. Deine Frage ist sehr gut, weil ich glaube, wenn sie kalt sind, dann sind die in sich ja stabiler und haltet auf jeden Fall mal beim Schneider besser zusammen. Wenn sie warm sind, könnte es natürlich passieren, dass wenn man zum Beispiel mit dem Messer hergeht und schneidet sie einfach, dass man sie dann zusammendrückt. Aber mir schneidet sie ja gar nicht mit dem Messer. Mir schneidet die mit einem Bindfaden. Okay. Mhm. Da habe ich auch schön überlegt, wie soll das gehen mit einem Bindfaden? Ich meine, da kann ich ja Klebemesser nehmen, wenn ich die einfach von oben runter drücke, den Bindfaden. Aber man macht es ganz anders. Man fährt mit dem Bindfaden unter das Knöpfle drunter, geht an der Seite hoch mit dem Bindfaden, überschlägt dann quasi über Kreuz auf der Oberseite und zieht den dann zusammen. Und dadurch hat man natürlich dann den wunderbaren Effekt, dass der sich gleichmäßig zusammenzieht um das ganze Knöpfle und trifft sich dann quasi in der Mitte. Das heißt, er schneidet von alle Seiten gleichzeitig und dadurch drückt man es dann, wenn man es zusammendrückt, ja, nur von alle Seiten zusammen und nicht nur von einer, dass es am Schluss flach drückt ist. Das ist der ganze Trick. Und ich muss sagen, das hat richtig gut funktioniert. Wunderbar. Das war auch so ein Gescheidli, wo das eingefallen ist, oder? Das Patent mit dem Zusammenzieher. Ja, jawohl, ist vielleicht auch ein Heidelheimer. Ja, aber stimmt ein Schwab? Stimmt. Mit Sicherheit. Aber zu der Frage, ob warm oder kalt, hängt ja davon ab, ob ich dieses Knöpfle dann jetzt so essen möchte, so frisch aus dem Wasser, oder ob man es nochmal in die Pfanne packt und nochmal anbrät. Genau, ja, klar, man kann es natürlich nochmal anbraten. Ja, wenn man es auskühlen lässt und dann schneidet, dann ist ja kalt. Also ist man ja nicht kalt, ist ja was, dass man warm ist. Also wir haben das so gemacht, wir haben die doppelte Portion gemacht, aber halt Susi hat die doppelte Portion gemacht. Dann haben wir die eine Hälfte haben wir so gegessen und die andere haben wir dann anbraten. Wie habt ihr die anbraten? Also in Butter? Genau. Und haben die viel aufgesaugt von der Butter? Nö, ging. Man kann schon, wenn man will, kann man da viel Butter nie machen. Ja, die saugen das schon auf. Aber muss man nicht unbedingt. Man macht halt nie, dass man sich anbrennt, logischerweise in der Pfanne. Ja. Ja, was ich auch schon gelesen habe, ist, dass die manche sogar dann, also schon salzig machen, so wie wir jetzt, aber dann mit Zimtzucker bestreut. Sprich, ja, so salzig-süße Variante. Mhm. Könnte mir jetzt auch gut vorstellen. Klingt auch gut, ja. Ich habe jetzt während der Challenge habe ich mal Armer Ritter gemacht, mit Toastbrot allerdings. Da haben dann gleich ganz viele geschrieben, oh, das machen wir doch mit alten Weckle, also mit alten Brötchen. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, könnte man da echt auch die Heidelheimer Knöpfle dazu nehmen. Ja. Butterbraten, schön Zimtzucker drüber, Vanillesäusle. Ja, wir schweifen ab. Schon wieder ins Schwärmen. Und kommen wir zurück zu den Knöpfle. Sind wir fertig? Nachdem wir sie geschnitten, gebraten, gegessen, fertig, oder? Ja. Gibt es noch irgendein Highlight oder noch ein Fail, das du mit uns teilen möchtest? Ich glaube, mehr kann man nicht falsch machen. Okay. Ich glaube, ihr habt da alle Register gezogen. Dann schon mal vielen Dank für das Knöpfle-Rezept, das Heidenheimer Knöpfle-Rezept. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Begriff Knöpfle an sich. Also ich als Nicht-Schwabe habe aber dennoch schon ziemlich früh hier gelernt, dass Knöpfle so im allgemeinen Sprachgebrauch eher so mal kleine runde Spätzle sind. Geht euch auch so, oder? Ja. Ja. Genau so. Ich habe mich auch mal belesen. Wir haben ja hier quasi das schwäbische Kochbuch, die Bibel schlechthin von der Elke Knittel. Und die hat auch geschrieben, die Knöpfle, wie man sie normal kennt, sind aus einem Spätzleteig, der vielleicht ein bisschen flüssiger ist. Und dann wird das durch ein grob löchriges Sieb durchgestrichen. Und dann hat man halt ja kugelförmige Spätzle, sage ich mal. So halt Knöpfle. Und was sie auch geschrieben hat, dass man früher in diesen Spätzleteig oder diesen Knöpfleteig so Zwiebelröhrle reingemacht hat. Und das dann auch als Suppeneinlage genutzt. Also hat es halt nach ein bisschen was geschmeckt. Und was ich auch gelesen habe, Fun Fact, es gab wohl erst Knöpfle und dann wurden erst die Spätzle entwickelt, weil man ja früher mehr mit dem Löffel gegessen hat und die Knöpfle sind halt vom Löffel nicht so runtergefallen. Und darum gab es erst die Knöpfle. Und als man dann mehr mit der Gabel gegessen hat, dann wurden die Knöpfle halt länger und zu Spätzle. Mhm. Immer so die Theorie. Als man dann ein Messer benutzen hätte können, sind sie dann auch noch größer geworden. So genau. Sind dann die Heidelheimer Knöpfle entstanden. Gute Theorie, ja. Ja, also ich habe auch gelesen, dass man Knöpfle ja mit diesem Sieb macht, wie gerade schon gesagt, oder halt mit einem Löffel.
dann sind sie ja wieder ein bisschen größer. Oder mit der Hand formt und dann sind wir ja am Ende wieder bei den Heidenheimer geformten Kugeln, die man dann auch Knöpfe nennt. Aber vielleicht hatte jemand von unseren Hörern noch die zündende Idee, warum die Heidenheimer Knöpfle eher aussehen wie böhmische Knödel und nicht wie schwäbische Knöpfle, obwohl Heidenheim auf der Ostseite liegt. Also da noch angeknüpft, das heißt ja auch zum Teil schwäbische Hefeknöpfle. Das heißt nicht nur die Heidenheimer sagen Knöpfle dazu. Das heißt, im ersten Moment hätte ich jetzt gedacht, ein Heidenheimer könnte uns weiterhelfen, warum das Knöpfle heißt. Aber ich glaube, das ist echt tatsächlich im ganzen Schwabenland ein bisschen so ein verbreiteter Begriff, diese Hefeknöpfle. Aber woher das jetzt kommt, ja. Irgendwann wird es sich auflösen. Was sich auf jeden Fall schon aufgelöst hat für uns, ist der Grund, warum man die Heidenheimer Knöpfleswäscher nennt. Weil wer schon mal in Heidenheim war und vor dem alten Rathaus stand, der wird diesen doch recht großen Brunnen gesehen haben mit der Knöpfleswäscherin, die da steht mit ihrem Körbchen, wo gerade die Knöpfle alle rausrollen. Und weißt du die Geschichte? Mm-mm, aber ich höre gern zu. Das ist eine Geschichte aus dem wahren Leben. Es war einmal. So soll es sein. So ist es gewesen. Es war einmal ein arbeitender Mann und eine tüchtige Frau. Und der Mann war bei der Arbeit und die Frau hat Knöpfle gemacht und hat sie ihm zur Arbeit bringen wollen. Und dann ist sie auf dem unebenen Weg gestolpert und hingefallen. Dann sind die Knöpfle aus dem Korb gerollt in den Dreck. Und weil sie ja weder Zeit noch Geld hatte, um neue Knöpfle zu machen, ist sie halt an die Brenz gegangen und hat die Knöpfle gewaschen. Und dann kam ein Fremder vorbei, hat sie gesehen. Und seitdem ja, ist der Neckname der Heidenheimer Knöpfleswäsche. Also nicht unbedingt super nett, aber ja, so ist halt. Ja, die wollte ja nett sein zu ihr. Man wollte das Ding aber sauber machen. Genau. Aber dass der Fremde halt die Heidenheimer jetzt mit diesem Namen geneckt hat, das ja, ist halt so, ist auch heute noch so. Darum steht die Knöpfleswäscherin vorm Heidenheimer Rathaus, vom alten Heidenheimer Rathaus. Was ich allerdings noch gelesen habe, ist, dass nicht nur die Heidenheimer die Knöpfle in ihrem Spitznamen haben, sondern auch die Bärentaler, die werden Knöpfle-Schlucker genannt. Warum das so ist, klären wir noch. Das kommt dann irgendwann andermal, kleiner Cliffhanger. Und? Und die Täbinger, also nicht die Tübinger, sondern die Täbinger, das ist ein kleines Örtle so zwischen Schimberg und Rottweil und die werden Knöpflesäcke genannt. Ja, und das war auch schon wieder unsere Podcast-Episode mit einem neuen schwäbischen Rezept über Heidenheimer Knöpfle. Wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen. Wünsche ich auch. Und natürlich ja, beim Essen und probieren, mit was schmeckt es am besten. Susi hat es ja vorher schon gesagt, mit einem Lamm oder so oder einem Braten. Macht sich bestimmt gut mit Zimt und Zucker. Viele Varianten. Erzählt uns gerne, wie es mit euch am besten geschmeckt hat. Genau, und in der nächsten Podcast-Episode, da beschäftigen wir uns mal mit dem Thema, wo kommt denn überhaupt das Mehl her, was man zum Beispiel für solche Knöpfle braucht oder für Spätzle oder für Fasnitzküchle, haben wir ja alle schon miteinander besprochen. Und worüber wir das nächste Mal eine Podcast-Episode aufnehmen, das klären wir jetzt noch bei stillem Mikro. Wir danken dir auf jeden Fall für das Rezept und wünschen allen guten Appetit und viel Spaß am Nachkochen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.